Mit diesem Video ist der slowenische Torwart Alen Pašagić zum YouTube-Star geworden. Allerdings im negativen Sinne. Denn seine Leistung in diesem Spiel ist mehr als katastrophal. In der Partie seines Vereins Ruda Velenje gegen FC Koper leistet sich der Keeper gleich drei dicke Patzer. Erst geht ihm dieser Kullerball zum 0:2 durch die Lappen. Dann führt ein missglückter Abwurf zu einem weiteren Gegentreffer durch ein Eigentor. Und zu guter Letzt passiert dem Torwart diese unglaubliche Panne. Den laschen Freistoß hält er zwar fest, dann aber hüpft er mit dem Ball rückwärts über die Torlinie. Am Ende dieses Fiaskos steht eine 1:4 Niederlage. Bei YouTube haben sich schon mehr als 200.000 Zuschauer über das Totalversagen des Katastrophenkeepers amüsiert.